Mein Name ist Franz Rittig. Ich bin von Beruf Technikhistoriker und als Journalist bei der Verlagsgruppe Bahn in Fürstenfeldbruck beschäftigt, wo ich als Redakteur der Zeitschrift MIBA Miniaturbahnen tätig bin. Wir beschäftigen uns heute hier mit einer völlig neuen Art und Weise der Modellbahn. Wir werden nämlich Lokomotivmodelle vor laufender Kamera testen, weil die Zuschauer dieser Sendung einfach wissen möchten, was sie kaufen können, wie das funktioniert, ob es funktioniert, wie sie es einsetzen und natürlich auch etwas hören und sehen möchten über die Geschichte des Vorbilds der einzelnen Produkte. Wir werden das in Zukunft mit einer eigenen Testanlage machen. Heute greifen wir auf die Messergebnisse des Tests in der Zeitschrift Miniaturbahnen zurück. Dort können Sie in der nächsten Ausgabe, dem F5 der MIBA, die Testergebnisse und die Beschreibung des Modells vorfinden, das wir uns heute hier hergeholt haben. Es ist die Baureihe 55, die gute alte preußische G7, die Brava hier zum Vorbild eines neuen, sehr schönen Exklusivmodells gewählt hat. Die Brava-Verpackung, stabil, ein maximaler Schutz für das Lokomotivmodell. Durch ihre Signalfarben in leuchtendem Gelb mit dem Brava-Logo auch immer gleich erkennbar, bietet auch diesem Modell der G7, der Baureihe 55, maximalen Schutz. Die Umverpackung, wie gesagt, aus diesem Schiebeteil. Man muss also dieses Schiebeteil herunterziehen, um an die eigentliche Verpackung heranzukommen. Ich mache das mal. Sie sehen, es sitzt alles etwas stramm. Das ist aber gut, weil es ja die Lok schützen soll. In diesem Karton sehen Sie dann anschließend die sogenannte Blisterverpackung, die man am besten so heraushebt, passiert am wenigsten. Zieht man sie aus dem Umkarton, ganz vorsichtig, und ich setze sie mal hier vor dem Karton ab. So, jetzt sieht man, dass die Lok so im Blister ist, dass die vielen kleinen Details, die auf dem Kesselscheitel sitzen, der Schornstein, die Dampfpfeifen, die Dome, genauso geschützt sind wie die Aufstiegsleitern oder das sehr feine Gestänge bei dieser Lokomotive. Im Karton selbst ist dann auch die Betriebsanleitung und eine kurze Darstellung zur Geschichte der Vorbildlokomotive, die nehme ich mal raus. Wir haben dann hier die Betriebsanleitung, wie immer bei Brava, außerordentlich üppig, geht unglaublich ins Detail. Es wird hier eigentlich alles erläutert, was der Modellbahner wissen muss. Sehr viel Text, aus dem alles zu entnehmen ist, was im Falle einer Lokreparatur mal bedeutsam werden könnte. Weiterhin dann die beschriebene Geschichte der Lokomotive, Teil der Betriebsanleitung. Hier finden Sie das Wichtigste über die Vorbildgeschichte. Ja, und übrig bleibt dann dieser Karton, der ein wenig Werbung macht und eine Silhouette der Lokomotive zeigt. Ja, das Lokomotivmodell selbst ist in dieser Blisterpackung zu finden. Geht manchmal etwas stramm, hier haben wir Glück, das geht sehr leicht. Man kann also den Blister hier herausziehen. So. Und kommt noch näher an die Lok. Im oberen Teil des Blisters ein kleines Beutelchen mit sogenannten Zurüstteilen. Hier finden Sie Bremsschläuche, Kupplungen, Zughaken und zwei Modellbahnkupplungen. Lege ich mal hier ab und wir machen uns nun heran an das Befreien des Lokmodells aus seiner Blisterverpackung. Dazu zieht man hier diese Lasche nach oben und klappt diesen Teil nach links weg, klappt den großen Teil nach rechts weg und die Lok steht frei. Jetzt muss ich das mal hier ein wenig festhalten, dass es mir nicht zuklappt, das reicht so. Und dann kann man die Lok herausnehmen, dazu fasst man sie am besten hier vorne an. Vorsicht, dass man keine Griffstange sozusagen erwischt und hier am Tender und kann sie dann vorsichtig nach oben herausheben. Sehr leicht, sehr sicher
Ich setze sie jetzt mal auf den Karton ab und Sie sehen, ich nehme den Blister weg, die Lok hat ohne Schaden zu nehmen ihre komplizierte, aber sehr sichere Verpackung verlassen. Wie gesagt, einfach, nicht unbedingt, aber sehr, sehr sicher. Ja, das ist sie also, die alte preußische Güterzug-Dampflokomotive der Gattung G7. Sie ist immer wieder in ihrer langen, langen, langen Lebenszeit als eine typische preußische Gebrauchslokomotive bezeichnet worden. Nun wird jeder, der dieses Wort hört, sagen, Gebrauchslokomotive, verstehe ich nicht, jede Lokomotive wird gebraucht. Ja, das ist richtig. Aber manch eine Lokomotive war eben ein Schmuckstück, wurde vor Schnell- und Expresszügen eingesetzt und war in dem Sinne kein Gebrauchs-, sondern ein Paradegegenstand. Ganz anders war es bei der G7. Sie war eine Lokomotive, die man täglich und überall vor schweren Güterzügen sozusagen im Alltagsgeschäft einsetzen musste. Dazu musste sie einfach sein, dazu musste sie genügsam sein, durfte nicht so viel trinken und fressen, also Wasser und Kohle nehmen. Sie musste einfach zu unterhalten sein und sie musste einfach zu bedienen sein. Und all das hatte die preußische G7, die spätere Baureihe 55. Sie war einfach, sie war gut zu unterhalten, sie war an ihrem Verbrauch durchaus genügsam, sie war ein Gebrauchsgegenstand, den man täglich einsetzen konnte. Entstanden sind diese Lokomotiven in der Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs etwa nach 1890. Es musste gefahren werden, man brauchte Lokomotiven massenhaft, einfache Lokomotiven, und da ist sie entstanden, zusammen mit ihren Schwestern, den Lokomotiven der Gattungen G7-2 und G7-3. Und damals, die Kamera schwenkt noch einmal auf die Lok selbst, ist sie erschienen in dieser hervorragenden Farbgebung, wie man sie hier als Brava-Modell sieht. So wie die G7-1 also hier vor uns steht, ist sie eine Lokomotive in der Farbgebung der Königlich Preußischen Eisenbahnverwaltung um die Jahrhundertwende. Die Kamera schwenkt noch mal runter, damit wir das vornehme Grün sehen. Sie sehen also der grüne Kessel, das grüne Führerhaus, die schwarze Rauchkammer, die Laternen, das dunkelrote, fast braune Fahrgestell, ebenso der Tender und überall die damals in Messing gehaltenen Schilder. Wir haben einfach auch die Möglichkeit, mit alten Fotografien von damals zu vergleichen. Und siehe da, die Firma Brava hat sich außerordentlich exakt an das Vorbild gehalten. Wir schauen uns jetzt mal das Fahrgestell an. Und Sie sehen am Fahrgestell, die Lokomotive hat eine sehr einfache Kraftübertragung. Wir unterscheiden ja zwischen der Steuerung der Zylinder und der Kraftübertragung selbst. Die Steuerung der Zylinder, das heißt die Dampfzufuhr zu den Zylindern, ist bei dieser Lokomotive innenliegend. Das heißt, das für den Laien oft schwer durchschaubare Gewirr der vielen Gestänge hinter den Zylindern vor der ersten Achse haben wir hier nicht. Das ist im Inneren der Lok zwischen den Achsen untergebracht. Sie hat also ein Steuerungssystem, das innen liegt. Und siehe da, sogar das hat Brava nachgestaltet. Diese Lokomotiven sind außerordentlich alt geworden. Im Ersten Weltkrieg, sicherlich kein Ruhmesblatt für die deutsche Geschichte, hat diese Lokomotive, das muss man ihr einfach zugestehen, besondere Leistungen vollbracht. Weil sie sehr einfach war, weil sie sehr billig in der Bedienung und Unterhaltung war, sind im Ersten Weltkrieg Lokomotiven dieses Typs nachbestellt worden. Es hat einen preußischen Eisenbahnoffizier gegeben, der hat gesagt, für den Krieg brauchen wir eine Lokomotive, die wir in jeder Feldschmiede oder gar in jeder Scheune reparieren können, wenn sie kaputt geht. Und das war eben die G7. Deshalb sind im Ersten Weltkrieg, also fast über 20 Jahre nach ihrem ersten
Bau noch Lokomotiven dieses Typs gebaut worden. Die G7 ist daher sehr, sehr alt geworden. Und noch lange nach dem Zweiten Weltkrieg ist die G7 in beiden deutschen Staaten eingesetzt worden. Die letzte Maschine war bei einer Werkbahn in der Bundesrepublik noch 1963 im Einsatz. Und die Deutsche Reichsbahn hat ihre letzte Lok der Baureihe 55, die gute alte G7, erst 1966 in Erfurt ausgemustert. Wir haben natürlich, wie wir das immer wieder tun, die neue Lokomotive in der Redaktion der Zeitschrift MIBA Miniaturbahnen getestet. Beziehungsweise hat der bekannte Lokomotivtester, so möchte ich ihn mal ganz ehrenvoll bezeichnen, Bernd Zöllner, diese Lokomotive auf Herz und Nieren geprüft. Die Ergebnisse, die wir dabei, beziehungsweise die der Herr Zöllner dabei festgestellt hat, sind es wert, positiv interpretiert zu werden. Die Lok stellt eine anspruchsvolle und sehr gelungene Konstruktion dar. Für einen Modellbahner recht wichtig sind ja immer die Laufeigenschaften. Hier können wir konstatieren, dass die Lokomotive nicht über Laufeigenschaften schlechthin verfügt, sondern das, was sie hat, kann man gut und gern als Laufkultur bezeichnen. Die Lokomotive verfügt über zwei Haftreifen, die die Zugkraft erhöhen. Die Geschwindigkeiten vorwärts und rückwärts wären laut NEM zulässig 65 Stundenkilometer. Beim Test ergab sich eine maximale Geschwindigkeit von 69 Stundenkilometer. Das heißt also, auch hier ist die Lok unmittelbar an ihrem Vorbild orientiert. Die Lok wird angetrieben von einem Maxon-Motor, der im Vorderteil der Lok sitzt und von dort aus die erste Lokomotivachse antreibt. Der Tender, der Schlepptender dieser Lokomotive, beinhaltet unterhalb des Kohleneinsatzes die komplette Elektronik inklusive einem Lautsprecher. Um das Ganze technisch zu managen, werden durch die Deichsel der Lok insgesamt 12 Kabel geführt. Die Lok kann ab ca. 8 Volt in einem sehr gewünschten Geschwindigkeitsbereich auch analog betrieben werden. Aber angesichts der vielen Funktionen, die die Lok hat, ist es sinnvoll, sie nur digital zu betreiben. Und der Test hat auch ergeben, dass man mit der Lok vorbildgerechte Fahreigenschaften ausgezeichnet imitieren kann. Ich darf einmal zitieren, was der Kollege Bernd Zöllner beim Test dieser Lok noch festgestellt hat. Ich zitiere: Das Modell verfügt vorn und hinten über eine kulissengeführte Normschachtkupplung. Die Stirnbeleuchtung erfolgt mit warmweißen LEDs in den freistehenden Laternen und wechselt im Normalfall mit der Fahrtrichtung. Der Sounddecoder, und das ist etwas ganz Besonderes, bietet insgesamt 20, Sie haben richtig gehört, 20 Funktionen. Neben den üblichen Betriebsgeräuschen, Pfeiftönen und verschiedenen Arbeitsgeräuschen kann man Brava auch mit neuen Geräuschen begrüßen. Sie können nämlich sogar das Quietschen in der Kurve und die Schienenstöße, über die die Lok gerade rollt, imitieren. Da fehlt bald
wirklich nichts mehr. Die Lok verfügt über hervorragende Laufeigenschaften. Die Zugkraft bewegt sich in vorbildgemäßen Dimensionen und sie verfügt, das möchte ich zum Schluss sagen, über eine Maßübereinstimmung mit dem Vorbild, die in dieser Vollkommenheit selten ist. Ich will die Maßtabelle nicht im Einzelnen durchgehen, aber Sie sehen anhand dieser Tabelle, Kollege Zöllner hat alles getestet. Und in derselben Ausgabe der MIBA finden Sie dann auch, was ich bereits eingangs geschildert habe, eine Geschichte der Biografie dieser Lok, ganz bewusst überschrieben mit dem Titel Die Langlebige.